Ja, aber also für das Interview ja, gezockt hat, ist, würdest du dir gleich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ja, ich heiße Jan Wilder, bin in Davos geboren und aufgewachsen, aber jetzt schon lange im Unterland, wie wir in den Bergen sagen. Ich arbeite seit 22 Jahren bei SRF, im Schweizer Fernsehen. Ich habe angefangen als Redakteur, dann bin ich Kommentator gewesen. Tennis, Eishockey, Ski, Alpin und zum Beispiel vom Sportpanorama oder morgen Abend auch von Sportaktuell, von Eishockey-Live-Sendungen, Olympische Spiele und viel mehr Grossanlässe. Und warum bist du heute da? Weil wir uns kennen, weil du mich eingeladen hast. Ich bin noch im Wurzelbacher da hinten, voll im Einsatz gewesen. Also den ganzen Tag Gutzli und Jockey gegessen, das ist absolut ein perfekter Tag für mich. Ich habe auch Teig gegessen, der noch nicht im Ofen war, also wie man es halt macht. Und dann hast du mich gefragt, ob ich wieder mal bei dir auf Besuch komme, und das mache ich sehr gerne, weil ich kenne schon deine Interviewtechnik und weiss schon, wenn du die Leute da kannst auseinandernehmen, und ich denke, oh, das mache ich aber wieder einmal. Sehr schön, sehr schön. Und wie findest du jetzt so besser zu dem Vormittag und jetzt? Sehr spannend für mich, das zu sehen. Auch, dass ich, sage jetzt mal als Kind, heute wo ich vielfach, dass ich mal in der Minderheit bin. Und eine Haufen spannende Bekanntschaften habe ich eben auch schon gemacht, beim Gutzli natürlich, gerade 1-zu-1 Bekanntschaften. Und ja, ist für mich eine spannende Welt, wo ich gerne hineinschaue und etwas kann lernen für mein Leben, das ich nachher wieder weiternehmen kann. Und wie viel mit uns kennen, weiss ich jetzt, was du auch hast, mit Schicksalsschlägen umgehen. Willst du kurz erzählen, was für ein Schicksalsschlag? Ja, kein Problem. Ich wollte eigentlich Eishockey-Spieler werden beim HCD, selber Profi werden. Ich musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen aufhören bei Eishockey, weil ich eine Nierenkrankheit hatte, eine schwere Nierenkrankheit. Und wegen diesen Problemen mit den Nieren zuerst ein Blutgerinnsel, nachher eine Hirnblutung und nachher noch eine Lungenembolie innerhalb von 6 Wochen. Aber ich bin kein Pechvogel, ich bin ein Glückspilz, weil mir geht es gut, ich bin da, ich kann das machen, was ich am liebsten mache. Und wie geht man denn damit um, wenn jetzt der erste grosse Plan als Junge, wo man Eishockey-Spieler werden und plötzlich klappen es nicht? Wie geht man damit um? Ja, man lernt damit umzugehen, das ist ja das Spannende, finde ich, wenn einem das Leben so eine Prüfung stellt oder ja, so eine andere Richtung nimmt, dass man denkt, dass man dann auch kann lernen, mit dem umzugehen. Also es ist nicht gerade so, dass man das von Anfang an super und lustig findet und alles. Und wenn man sieht, dass vor allem die besten Kollegen, mit denen, die man den ganzen Tag verbracht hat, dass die weiterhin können Hockey spielen, dass die dann Meister geworden sind, am Spengler gespielt haben in der Nationalmannschaft. Und selber kann man den Traum nicht mehr weiterverfolgen. Und dann muss man ja, sich quasi zuerst wieder sammeln und finden. Und dann merkt man aber irgendwann, dass andere Türen aufgehen, dass es andere Möglichkeiten und Chancen gibt. Und ab dem Moment hat man auch sofort wieder Energie, Elan und Freude, etwas Neues in Angriff zu nehmen. Und so habe ich dann einen anderen Weg dann halt eingeschlagen. Und dann bin ich halt dann auf die andere Seite gekommen, zu denen, die über die berichten, die und, dann Spitzensport machen. Und Fragen stellen, oder wie ist die Change? Wie ist die Change? Ja, also zuerst habe ich gedacht, gut, jetzt bin ich halt einmal schnell krank, dann geht man zum Arzt und der gibt einem Medikament und dann ist man wieder gesund und dann geht es weiter. Aber das Problem bei dieser Krankheit war, dass sie immer wieder gekommen ist. Dass sie sehr viele Rückfälle immer wieder hatte. Ich habe jeden Tag Cortison genommen, 10 Jahre lang. Und bin im Prinzip abhängig gewesen auch von diesem Medikament, aber ein Stück weit auch immun. Das heisst, ich musste immer wieder höhere Dosen nehmen, damit es überhaupt die Wirkung hatte, die es hätte sollen haben. Und ja, also das Leben hat mir dann noch eine Prüfung gestellt, sondern immer wieder eine. Um mir ja, vielleicht auch mal zu zeigen, du musst auch selber das in Angriff nehmen. Es funktioniert nicht einfach so, dass du noch kannst, andere um Hilfe bitten kannst, sondern du musst das Schaffen selber wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Und selber dafür sorgen, dass du wieder gesund bist und leistungsfähig bist und nicht, dass nur andere dir helfen. Wo denn du eben dich entschieden hast für Moderation, Sportmoderation, und du eben an der anderen Seite gewesen bist, wie ist der Change gewesen? Vorher bist du in der Kabine und jetzt stehst du vor der Kabine, oder? Und mit dem Mikrofon, wie ist das gewesen? Sehr komisch gewesen am Anfang, weil zuerst habe ich beim Radio angefangen, als freier Mitarbeiter in Winterthur, nachher als Festangestellter 3 Jahre. Und bin dann mit dieser Erfahrung zum Fernsehen mit jemandem beworben, was neue Leute gesucht haben, was Sportaktuell ins Leben gerufen haben.
die erste tägliche Sportsendung im Schweizer Fernsehen. Und dann bin ich plötzlich mit dem Mikrofon in der Hand und mit der Kamera im Rücken vor meinen besten Kollegen gestanden und habe mit denen Interviews gemacht. Sehr eine spezielle Situation für uns, dass ich dann plötzlich die Frage gestellt habe von dem vom Fernsehen. Und für die Leute, die uns kennt haben, ist es sehr komisch gewesen, dass ich plötzlich meine besten Kollegen sitze und nicht mehr du bin. Per du bin mit denen, weil es halt üblich ist bei uns bei SRF. Aber es hat mir auch sehr geholfen. Weil ab dem Moment, wo wir uns gesetzt haben, war auch klar, okay, du bist der Spieler, du bist in dieser Rolle, ich bin jetzt der, der die Fragen stellt und halt auch unbequeme Fragen stellt. Also wenn ich plötzlich mit einem von meinen besten Kollegen haben darüber diskutieren, ob jetzt ein Goal haltbar war oder nicht, ob jetzt er einen Stellungsfehler gemacht hat oder nicht, warum es jetzt gerade nicht so gut gelaufen ist. Das haben wir aber gut können handeln. Es war klar, in dem Moment sind wir auf Sendung und wenn die Skiwerfer raus sind und die Kamera abgestellt ist, dann sind wir die Kollegen. Und wie hat sich das Fernsehen machen in den Zeiten, wo du angefangen hast, jetzt verändert? Ja, extrem. Ich meine, als ich angefangen habe, beim Radio haben wir noch auf Spulenbänder die Interviews aufgenommen und effektiv noch mit einer Schere das Band abeinander geschnitten. Beim Fernsehen haben wir alles noch auf Kassetten aufgezeichnet. Ich meine, ich habe Radio-Fernsehen-Elektriker gelernt. Also ich habe noch gelernt, Videorekorder zu flicken und CD-Player und Röhrenfernsehen, die es heute auch nicht mehr gibt. Und von dem her hat sich also, wie wir das alle erlebt haben, Technik schon extrem verändert. Es ist viel einfacher plötzlich geworden, Sachen zusammenzuschneiden. Und so ist einfach alles auch viel schneller, das Tempo ist rasanter geworden, die Schnittart ist heute schon ganz anders, als wir es damals gemacht haben. Und jetzt sitzen wir da und wir sind schon im Web und es ist alles gerade immer schon live. Und man muss seine Arbeit irgendwie viel schneller auch online stellen. Ich meine, früher hat es einfach eine Sendung gegeben, aber um 20:10 Uhr, man hat den ganzen Tag die Sendung vorbereitet. Und heute ist, sobald das Ereignis fertig ist, wird erwartet, dass der Beitrag gerade ins Netz gestellt wird. Also heute haben wir nicht nur eine Deadline, sondern heute haben wir nicht mehr eine ständige Deadline, wo man mit etwas muss fertig werden. Und ist das auch ein bisschen Tücken, dass man sich jetzt nicht mehr so professionell vorbereiten kann, weil es eben so schnell muss gehen? Ja, man muss schauen, dass es nicht ein Tücken wird. Okay. Ja, und da hilft dann wirklich die Erfahrung, dass man dann mit der Zeit auch weiss, was es wirklich braucht. Und für mich ist die Vorbereitung extrem wichtig, weil wenn ich nicht mit einem guten Gefühl und gut vorbereitet in ein Interview reingehe oder an einen Match reingehe oder an einen Wettkampf, dann ist das nicht gut. Also man muss noch selber auch merken, wie viele Stunden es halt braucht, damit man parat sein kann. Und das Vorbereitung immer etwas vom Wichtigsten. Wie vorbereitest du denn? Ja, kommt ganz darauf an, was es für eine Aufgabe ist. Wenn ich jetzt ein Spiel kommentiere, dann wäre es mein Ziel, dass ich einfach wirklich jeden von denen kenne, der da drinnen auf mich zum Einsatz kommt. Dass ich Fakten, Zahlen habe zu diesen Geschichten. Dass ich die bisherigen Stationen natürlich kenne, aber auch weiss, was in dieser Saison schon gelaufen ist. Aber es auch ganz banale Sachen, dass ich die Spieler überhaupt erkenne, dass ich weiss, wer das Wählen ist, wenn man nicht richtig ausspricht. Da habe ich zum Glück einen Haufen Leute, die mir helfen in all diesen möglichen Sprachen. Tschechisch, Russisch, Dänisch, Norwegisch, halt, was es alles so gibt. Englisch ist noch etwas vom Einfachsten. Damit man die Namen so einigermaßen aussprechen kann, dass es auch für Leute, die diese Sprache wirklich können, erträglich tönt. Aber es ist natürlich nicht immer möglich. Jetzt gerade bei den Russen einigen wir uns dann irgendwann auf eine Aussprache, die für uns noch machbar ist und nicht ganz so weit weg ist vom Original. Und jetzt eine ganz kurze Entwicklung in der Nähe zum Behindertensport. Ja, da hat sich viel da, dunkt. Also ich glaube, wir zeigen schon viel mehr Stunden, als wir das früher gemacht haben. Wenn ich jetzt gerade an Paralympics denke, wo man wirklich jetzt auch live Wettkämpfe schauen kann, ist da auch ein grosser Schritt passiert, ein wichtiger Schritt, dass das eben auch bei uns möglich wird sein, das Ganze zu übertragen. Es bringt uns aber auch an Grenzen, muss ich sagen. Jeder bei uns hat seine Spezialgebiete, seine Spezialdisziplinen. Und in den letzten Jahren sind die Anzahl Live-Stunden also massiv erhöht worden. Also wir zeigen schon viel mehr live, als wir je gezeigt haben in den einzelnen Sportarten. Und man will natürlich, wenn man etwas bringt, eben das auch wirklich so gut können bringen, dass eben auch das Fachpublikum, dass die sich ständig mit dieser Szene oder dieser Sportart auseinandersetzen, dass die eben auch bedient werden. Und das ist dann etwas Schwieriges, wenn natürlich immer wieder auch neue Disziplinen, neue Sportarten, neue Problematiken dazukommen, wo man sich jetzt erst einmal gerade reindenken muss. Und im Behindertensport ist das gerade noch ein ganz neues Feld, das da aufgegangen ist.
für unsere Leute. Und darum ist es wichtig, dass wir Leute kennen aus der Szene, die einem feedbacken, die einem helfen können, die einem in der Vorbereitung vor allem auch helfen können. Das ist sehr wichtig, damit man sich in die Welt reindenken. Das lernen wir ja nicht, wenn man einfach nur nehmen und Zahlen auswendig lernt, sondern ich denke, ein guter Kommentator, der macht das eben nicht nur mit dem Kopf, sondern er macht es auch mit dem Bauch. Mit dem Bauch, genau, sage ich immer. Damit man eben wirklich mit drinnen ist und nicht einfach nur ein bisschen zuschaut. Und jetzt die nächste Grossanlässe, wo du involviert bist? Ja, Grossanlässe ist dann die Eishockey-WM im nächsten Jahr in der Schweiz, weil ich mich natürlich sehr darauf freue, dass in Zürich und in Lausanne gespielt wird. Die besten Hockeyspieler der Welt bei uns im Einsatz sind. Und hoffe natürlich für gute Schweizer Nationalmannschaft. Und dann habe ich Olympische Spiele, wo ich in Tokio sein werde, 3 Wochen, und durch unser Programm durchführen. Mit all diesen verschiedenen Disziplinen und Wettkämpfen, es gibt für Olympische Spiele, ist das immer sehr abwechslungsreich. Und jetzt das Nächste, was kommt, jetzt für mich ist so Mondsport aktuell, für die, die Lust haben, zu schauen. Und dann Spengler gehört zwischen Weihnachten und Neujahr in Davos, wo ich mich auch sehr darauf freue. Und mit welchen Gedanken gehst du jetzt heute, so von der Messe und so? Gute, inspirierende Gedanken. Ja, viele viel Begegnungen wieder gehabt, die für mich auch wertvoll sind, die ich viel mitnehme. Und, ja, eben, es ist ja immer ein bisschen... Wie begegnet man jemandem, der jetzt im Rollstuhl sitzt oder der Behinderung hat? Wie schüttelt man jemanden die Hand, der sich vielleicht nicht so gut kann bewegen und alles? Und was ich da heute wieder lerne, einfach ganz offen zugehen, die Hand ausstrecken und dann merke, es geht vielleicht nicht und dann ein Signal entgegennehmen. Wie begrüßt man sich jetzt eben doch am besten? Und ich habe viel gelacht und es lustig heute schon. Und ja, ich merke, dass für mich das eben auch wertvoll ist und dass es das Beste ist, glaube ich, Jan, oder? Einfach voll drauf los, einmal gehen, oder? Voll drauf los. Vor allem keine Berührungsängste. Sie halt den Dialog suchen, oder? Genau, auch mal halt fragen, wie, was ist dir am wohlsten, wenn wir uns jetzt begrüßen? Auf welche Art machen wir es am besten? Habe ich jetzt da gerade am Stand auch wieder eine Erfahrung gehabt und dann ist eben... Hände schütteln kann man auf ganzen Haufen verschiedene Arten. Genau, genau. Danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Und sehr, sehr ein anderes schön. Mal. Ein anderes Mal, ja. Tschüss, danke, Max, auch gut. Ciao, Jan.